Also ich habe es einmal angemacht und hier kannst du auswählen, die kannst du auch kühl machen. Das mag ich sehr gerne. Richtig toll. So, einmal föhnen. So, also wir sind jetzt da. Pünktlich. Ich gehe jetzt rein mit einem ganz gemischten Gefühl. Hatte ich euch noch gar nicht erzählt. Ich habe hier das Paket. Zusammen. Ich grüße euch. Heute ist es soweit. Wir haben heute Freitag und heute geht es für mich gleich zum Friseur. Hab noch auf Carlos gewartet. Genau, der ist jetzt gerade gekommen, ist jetzt mit den Kindern. Die Melina hat den Wunsch geäußert, sie würde ja gerne mit mir. Genau, für alle, die es nicht mitbekommen haben, meine Haare werden gespendet. Und zwar müssen sie mindestens 30 cm sein. Daraus wird eine Perücke gemacht für ein Mädchen. Sie möchte, also bekommt schulterlange Haare, also so ungefähr, ne? Und bei der Perücke, da gehen ein paar Zentimeter dann auch verloren. Genau, also die bekommt das alles gespendet. Von mir kriegt sie die Haare gespendet. Dann hat sie jemand, der, ich weiß gar nicht, wie sich das nennt, wo die Haare dran, also ne, das Ganze, wo die Haare dran kommen, das wird dann auch von der Firma gespendet. Und dann gibt es jemand, der diese Perücke anfertigt, auch kostenlos für sie. Und es ist so ein schönes Gefühl, dass da jemand ist, der sich richtig auf meine Haare freut und diese dann schon bald tragen darf. Das wird noch dauern. Sie hat mir gesagt, wie viele Tage. Es war auf jeden Fall lange, bis diese Perücke fertig ist. Denn die wird wirklich handgemacht und ja, der Wahnsinn. Ich habe extremst lange Haare. Die gehen bis zur Hüfte und wenn ich die nach hinten habe, gehen sie bis zum Popo. Die Lu weint. Oh, ist gut. Kamera ein bisschen nach unten kippen. Sag mal, 5. Das 5 cm. Hup, ich guck mal. Ja, wenn nicht sogar 6, 7 cm. Und am Ende gehen sie. Weiß ich nicht. Ich lasse das T-Shirt an. Wir gucken dann später nochmal. Auf jeden Fall 30 cm mindestens. Und höchstens bis hier aber, ne? Ich weiß wirklich noch nicht, wie kurz ich die haben werde. Melina sagt jetzt schon, Mama, mach das doch nicht. Und Jano ist auch dafür, dass ich die nicht schneide. Die werden aber geschnitten, die werden gespendet. Und ich habe mir wirklich die letzten Tage so einen Kopf gemacht, dass es mir sogar meinen Schlaf geraubt hat, mein Verstand. Ich hatte sogar Situationen oder Momente, wo ich gar nichts mehr von wissen wollte und meine Haare nicht schneiden wollte. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Wir gehen gleich direkt. Ich will nur ein bisschen erzählen, wieso, weshalb ich das tue und so weiter. Damals mit 21 war ich da. Mit 22. Da habe ich mir eine Haarverlängerung machen lassen. Und die sind ja sehr, sehr teuer. Und damals hatte ich immer nur so Haare. Hier so in dem Bereich irgendwie immer. Gebrochen, kaputt, keine Ahnung. Und ich habe mir die dann verlängern lassen. Ein bisschen kürzer wie jetzt. Also so vielleicht ein Stück kürzer, sag mal 15 cm ungefähr. Und das war wow, ich habe sie geliebt. Und ich habe immer gesagt, oh, vielleicht werde ich es ja schaffen, irgendwann solche Haare zu haben. Das wäre mein Traum. Melina, bist du das? Kannst du dich schon mal fertig machen? Strickjacke und Schuhe? Ja. Super, ich komme gleich. Ja, jetzt auf jeden Fall habe ich es erreicht und sogar noch mehr, noch drüber. Extra bewusst, damit ich die Haare spenden kann und damit es mir dann nicht allzu weh tut. Aber wie es kommt, ich muss sagen, es tut sau weh. Und wer weiß, gleich. Ich weiß jetzt schon, dass ich nachher noch ganz emotional bin. Weil ich so bin. So, dann aber, Gott sei Dank, es ist was reingekommen, Paket für mich.
Richtig cool. Air Styler. Und zwar schaut er so aus. Gut, weil dann kann ich mich auf etwas freuen. Ich wollte eigentlich, dass ich beim Friseur die Haare anschließend glatt machen lasse, damit es wenigstens, damit die Haare noch länger aussehen, so in dem Sinne. Weil jetzt sind die auch hier unten gewellt. Und jetzt aber werde ich meine Haare nur ein bisschen trocknen, vielleicht lufttrocknen, also ganz leicht nur. Und dann werde ich zu Hause das hier anwenden. Oh mein Gott, wir machen dann ein Unboxing. Und ich weiß nicht, hier sind 5 Teile, 5 in 1. Ich freue mich unnormal und das gucken wir uns dann gleich genauer an. Bis gleich, Luisa. Nee. Tschüss, bitteschön, Melina. Nee, Strickjacke. Tschüss. Die Luisa sagt tschüss. Tschüss. Bis gleich. So, ich habe jetzt einen Pulli gezogen. Tschüss, Schatzi. Mama, Gitarre schneiden. Tschüss. Tasche nehme ich mit. So, die Brille, die hatte ich noch drinnen. Hopp. Schneiden wir deine Haare auch? Nein. Nein. Nur ein bisschen. Ach, willst du doch ein bisschen? Die Spitzen. Die Spitzen willst du schneiden lassen, aber nicht jetzt beim Friseur, oder doch? Oder von Mama? Von dir. Von mir. Okay, das machen wir aber dann kurz vor dem Urlaub, okay? Mhm. Weil ich habe nämlich keine Haarschneidisch, also keine Schere mehr. Aber die gibt es ja auch. Ich glaube, bei DM oder Rossmann gibt es die auch. Habe ich mal irgendwann gesehen. Sonst kann ich hier auch online bestellen. Nur die Spitzen, was heißt die Spitzen? So, so. So wie wir es schon mal gemacht haben. Oh, das war aber so. So viel? Mhm. Aber ich möchte so. So? Ja. Melina möchte so. Okay. Bei Luisa vielleicht auch die Spitzen. Und Janu schneide ich ja auch immer die Haare selbst. Da sollte ich auch zusehen, dass ich dann eine vernünftige Schere habe. So, also ihr wollt wissen, wann ich das letzte Mal beim Friseur war? Ich weiß es nicht. Ganz, 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 ganz lange her. Nur mal so nebenbei. Ich bin aufgeregt. Guck, mach mal so. Ja. So. Okay, wir fahren los. Let's go, let's go. Die Haare muss ab. Ja, aber erst kurz vor dem Urlaub, okay? Mhm. Dann bin ich auch Janus Schneider, ja? Mhm. Aber dafür muss ich erstmal eine Schere kaufen. Ich male meinen Stern aus. So, dann, ja. Ich melde mich dann gleich. Die Tür ist noch offen. Ja. So, also wir sind jetzt da. Pünktlich. Ich gehe jetzt rein mit einem ganz gemischten Gefühl. Hatte ich euch noch gar nicht erzählt. Ich habe hier das Paket. Kommst du nicht dran, ne? Ich bin noch abgeschnallt. Achso. Wo ist das Paket? Also hier, ich habe da eh jetzt die Dresse drauf. Upp. Also ich habe ein Paket fertig gemacht. Da kommen die. Doch, da. Guck. Genau, da kommen dann gleich die Haare rein. Da brauche ich es nämlich nur zu kleben. Habe ich jetzt das Kleber reingemacht? Oh, hier meine Tasche. Oh, ich hoffe, ich habe es dabei. Wobei, das ist eigentlich total blöd, wenn ich dann wirklich gleich nasse Haare habe. Laufe ich ja nicht mit den nassen Haaren. Zu, doch, habe ich, okay. Laufe ich ja nicht mit nassen Haaren zur Post. Okay, passt schon. Gut, dann. Bereit, Melina? Okay, ich auch. Ich sehe eine Raupe. Ja, da. Ich sehe gar nichts mehr. Nur noch eine Schere. Ah. Oh, da bin ich. Melina hat die Tür aufgelassen. Ich meine, ich gehe schon rein. Ich glaube, er hat genug von Watterei. Wobei, das ging eigentlich ja recht schnell. Also, ja, es geht. Oh mein Gott, man sieht schon meine Haare. Ja, zeige ich euch gleich drinnen. Wir gehen jetzt einmal rein. Bin gespannt auf das neue Föhn. Wir packen den aus und dann testen wir das Ganze. Und am Ende, wenn ich meine Haare fertig gemacht habe, zeige ich euch das Endergebnis. Oh mein Gott, es ist ein ganzes Stück ab. Und ja, als ich mich eben im Spiegel gesehen habe, dachte ich mir nur, oh nein, nein, so will ich es nicht. Ich erzähle euch ein bisschen was dazu nachher.
Jetzt gehen wir aber erstmal rein, denn meine Haare sind noch nass. Sie sind nicht trocken, nur ganz leicht trocken geföhnt. Gleich föhne ich die weiter. Und wir gehen jetzt rein. So Mädels, ich bin wieder drin. Achtet nicht auf mein Bett. Ist nicht gemacht. Ich habe gerade gegessen. Ich hatte mega Hunger. Das war so schön. Ich komme nach Hause, Essen ist auf dem Tisch. Oh mein Gott, wie eine Königin. Und das war eben so schön. Ich erzähle euch gleich ein bisschen was mehr zu dem Besuch. Also wir kommen hier zu dem 5 in 1. Ich freue mich so unfassbar sehr. Link und Rabattcode, falls ich einen bekomme, ich frage mal nach, packe ich euch in der Infobox. Genau. Also wir öffnen einmal. Wow. Kleines Unboxing. Das sieht ja richtig cool aus. So war das vorne drauf. Styling. Das ist ein Föhn. Lockenwickler. Was hast du hier noch? Ja, das hört sich so gut an. Richtig cool. Und der Föhnkopf sieht ja sehr interessant aus. Aha. Ich glaube, ich würde die Locken ausprobieren. Schaut mal, wie hübsch. Richtig cool. Oh, ist das schön. Wenn man das zum Beispiel in den Urlaub nehmen möchte. Ja, so eine ganz, ganz tolle. Riecht neutral. Eine tolle, Stofftasche. Subgali. Ich weiß nicht, wie man das so ausspricht. Das ist die Marke. Finde ich richtig klasse. Dann habe ich ja Locken. Dafür ist der richtig gut geeignet. Ich habe zwar eins da. Der ist ein bisschen größer. Ich finde, der scheint so ein bisschen handlicher. So, Hammer. So, jetzt will ich aber erstmal hier den Kopf mit eigentlichen Föhn sehen. Wow. Hammer. Kabel ist lang genug. Hammer. Wie schön. Ich freue mich. Wie geht das ab? Ach, hier muss man abziehen. Moment. Mal abziehen. Wow. Edel. Richtig edel. Muss man auch abziehen. Boah, ist der hübsch. Wow. Der fühlt sich so gut an. Der ist, Mädels, wirklich, ist ultra hübsch. Ultra hübsch. Schaut mal bitte. Der ist so hübsch. Ich freue mich. Ja, wenigstens eine Sache, worüber ich mich heute freuen kann, weil wie gesagt, mit den Haarschneiden, das war jetzt nicht so gut. Also, so. Das ist der Hammer. Du kannst so föhnen. Du kannst aber hier das Ganze aufmachen. Dann kannst du das drehen und hast es so. Hammer, wirklich, ich, wow. Dann hier, dann kannst du den zum Beispiel reinsetzen. Heftig. Du kannst das Ganze aber auch drehen, wenn du es magst. Also so, wie es eben war. Moment. So, richtig cool. Dann hast du einen Handschuh. Den würde ich gerne ausprobieren. Einen zum Locken machen. Dann auch eine Bürste, um es glatt zu föhnen. Dann haben wir hier Spangen. Die sehen richtig cool aus. Davon haben wir zwei. Und wir haben hier noch so eine richtig große Bürste. Finde ich auch sehr interessant. Wir föhnen jetzt erstmal ein bisschen. Die benutze ich vielleicht auch. Und dann teste ich mal den hier. Ach so, und wir haben noch hier den zum normalen Föhnen. Genau, den nehme ich jetzt als erstes. Einmal aufmachen. Den setzen wir drauf. So, ja. So, richtig cool. Das mache ich jetzt. Und dann seht ihr auch schon meine Haare. Und wenn es fertig ist, zeige ich euch. Ach so, ich habe den T-Shirt drunter an. Genau hier das. Dann könnt ihr auch so sehen, wie es vorher ungefähr war und wie es jetzt ist. Ich föhne einmal und dann erzähle ich euch gleich noch ein bisschen was, wie es vor Ort war. Also ich habe es einmal angemacht und hier kannst du auswählen. Die kannst du auch kühl machen. Das mag ich sehr gerne. Richtig toll. So, einmal föhnen.
So, da bin ich wieder. Richtig gut. Ich weiß nicht, woran es lag. Meine Haare waren viel schneller trocken. Entweder die Haare kurz oder der Föhn ist wow. Hier ist generell wow. Dieses so Anfassen ist perfekt. Ich liebe es. Liegt gut in der Hand. Dass du kalt stellen kannst, finde ich auch gut. Ich habe jetzt mal beides getestet. Dann kannst du hier in 3 Stufen stellen, wie stark es sein soll. Und auf der Seite die Wärme. Also mir war das alles zu warm. Ich hatte mal diese ganz niedrige Stufe und das kalte. Fand ich richtig gut. Hier unten schaut das Ganze so aus. Ich finde es richtig edel. Und jetzt wollte ich das mal abmachen. So. Und ich wollte jetzt mal den hier testen. Ich habe meine Haare schon hochgeschickt, wie man sieht. Echt krass, ne? Selbst hier, wie wenig Haare hier oben ist. Krass. ja, mache ich jetzt noch. Ich glaube, hier werde ich den aber richtig rumdrehen. Genau, das bin ich einfach so gewohnt, ne? Aber Hammer, wirklich Hammer. Hammerteil. Ja, ich mache mir jetzt noch ein bisschen Locken, also so ein bisschen Wellen, ne? So wie ich die immer habe, versuche ich es zu machen. Wobei meins, den ich benutze, ist immer ist ein bisschen kleiner. Mal gucken, wie das ausschaut und wie das so funktioniert. Ich wollte mal anmachen. Cool. So, teste ich dann jetzt. Genau, was ich noch sagen wollte zu meinen Haaren. Also mir die Haare wurden ja gewaschen vor Ort. Oh, das war so schön. Diese Kopfmassage. Oh mein Gott, ich hatte vergessen, wie schön das ist. Richtig gut. Ich lag da. Ich so, höre nicht mehr auf. Melina fand das witzig. Und beim Haarschneiden, ja, ganz kurz rein. Ja, hat er überlegt, die tatsächlich so cool zu machen. Aber wie gesagt, seit Tagen habe ich immer wieder dran denken müssen und wusste dann auch gar nicht mehr, was ich wollte, ob kurz oder doch was länger. Und auch vor Ort eben hat sie schon gemerkt, dass ich da total durch den Wind bin. Und sie meinte auch, bloß nicht kurz machen. Und ich so, nein. Und sie so, nein. Sie werden nicht glücklich damit sein. Und das war schon die richtige Wahl. Ich wäre nicht glücklich, wenn sie mir so kurz gemacht hätten. Deswegen habe ich die ungefähr bis Brust. Ich mache jetzt meine Haare und dann kann man auch einen Unterschied sehen. Dann ziehe ich den Pulli aus. Ja. Ich finde, die sind mir zu kurz. Das ist irgendwie so eine Länge, so eine Übergangslänge, wo man auf diesen Moment wartet, dass man den Ziel erreicht hat. Aber nächstes Jahr, dann sind sie wieder 10 cm länger und dann ist es auch gut. Weil die waren extrem länger. Ich brauche keine Haare bis zum Popo. 30 cm haben wir ganz genau abgemessen. Da wurde erst ein Haargummi dran gemacht. Oh mein Gott, ich sollte mich nicht bewegen. Und dann und ich so, aber jetzt wird nicht noch rumgeschnibbelt, weil dann hat sie noch lange geschnitten. Und ich so, kommt da noch viel weg? Und sie, nein, nicht. Sie wollte nur ausgleichen, ne? Aber ich dachte, da kommt noch ein ganzes Stück weg, weil ich wollte ja nicht noch kürzer. Ja, zeige euch dann gleich das Ergebnis. Wir machen jetzt mal ein bisschen die Haare schön. Das ist cool. Richtig cool, das haftet, ne? Seht ihr? Hey! Schön! Ja, man sieht ja schon, ne? Wie cool sie sind! So, Mädels, ich zeige jetzt meine Haare. Ich muss die aber noch so durchkämmen, beziehungsweise mit den Händen einmal durchgehen. Ich drehe die Kamera einmal um. Da bin ich. So sehen meine Haare aus. Die gingen vorher ungefähr bis hier. Gut, jetzt sieht es extrem aus, ne? Aber wenn man die lang zieht. Bis hier so. Also es wurde ganz genau 30 gemessen. Ja, so.
Ja, ist schon komisch. Und ich hätte gerne wieder bis hier so, warte, hier ist der Bauchnabel. Bis zum Bauchnabel hätte ich die gerne. Die waren ja vorher hier, bis zur Hüfte. Ich hätte gerne bis hier hin. Und die sind ungefähr aber bis hier. Also sieht jetzt kurz aus, aber eigentlich gehen die so bis hier, wenn man die glatt hat. Beim nächsten Mal mache ich die dann wieder glatt. Genau, jetzt gehe ich noch mit den Händen so durch. So, mach das mal eben. So, jetzt sind die richtig. Das meinte ich ja mit so einer komischen Übergangslänge. Das ist mal, wenn man dann so hatte und man möchte halt eben die Länge und man hat dann, ist man da irgendwie so zwischen Brust und Schulter. Aber wie gesagt, wenn die glatt sind, sind sie ja doch so bis zum Kaugummi, ne? Ja. Auf jeden Fall habe ich sehr schöne Wellen bekommen dadurch. Es sind halt sehr große Wellen, wie man hier sieht. Bin ich so gar nicht gewohnt. Aber an sich gefällt mir das schon richtig gut, mal was anderes. Und ja, es ist komisch, dass die Haare so kurz sind. Also da muss ich wirklich sagen, es ist komisch. Klar, ich bin jetzt auch nicht geschminkt. Vielleicht, wenn ich mich schminke, gefällt mir das Ganze, also das Bild so im Ganzen. Aber es ist schon, ja, sehr, sehr kurz. Aber wie gesagt, die wachsen wie Unkraut. Luisa, was machst du? Wie sind Mamas Haare? Sind die schön? Sind die Mama Haare schön? Oder sind die kurz? Guck mal, die sind ab. Schnipp, schnipp, schnapp. Siehst du das erst jetzt, Luisa? Guck gerade so komisch. Die sind ab, ne? Trotzdem schön? Ja? Ich ziehe mich gleich um und leg die Kinder hin. Ich mache hier schon mal runter. Ich fahre hier runter. Moment, es wird dunkel. Paket habe ich schon abgeschickt. Genau. Oh, es war mir unangenehm. So, meine Haare sind ja schon ein bisschen nass. Damit zur Post war schon komisch. Ja. Oh Mann, die Meline, Mama, deine Haare, die sind nass. Und ich so, ja, ich komme doch gerade vom Friseur. Und weil die Frau so geguckt hat, ne, da habe ich das so erwähnt. Ja, ich komme vom Friseur. Jetzt könnte ich einen Latte gut vertragen. Den habe ich aber leider nicht da. Leider wirklich gar nichts. Ein Tee. Was? So, Luisa, hat die Luisa Zähne geputzt? Fertig? Ah, ja, hat sie gerade gesagt. Dann komm, dann legen wir uns hin. Ja? Dann frag mal Melina, ob die auch so weit ist. Sag, Melina, bist du fertig? Von hier sollst du nicht rufen. Melina, wie sieht's bei dir aus? Wo ist die? Was läuft denn da? Melina, alles gut? Guck, so sehen die Haare aus, wenn die fertig sind. Wie hast du es angemacht? Da unten ist ein Knopf. Nee, da seitlich. Da unten ist der Stecker und da seitlich ist der Knopf. Ich habe hier noch alles an. Hier ist das Bild schöner, ne? Kannst du den aber nicht ausmachen. Hast du Zähne geputzt, Schatz? Durch Kussi? Ja. Pyjama an? Noch nicht. Dann mach Pyjama noch. Umziehen, dann sagst du, Mama, bin fertig und dann kuscheln wir, okay? Dann wird geschlafen. Ja, ist nicht schlimm, ich kann ja kurz zu dir kommen. Okay? Dann hopps. So. Was möchtest du gucken, Schatz? Da noch. Nee, komm, ich will, dass du dich jetzt wirklich umziehst, okay? Weil es ist schon recht spät, ne? Okay? Melina! Los! So, ihr Lieben, ich glaube, wenn ihr jetzt hier das Video, weiß nicht, was ich euch noch so erzählen soll. Ja, es war ja heute so ein Vlog, ein Me-Time. Genau. Überlegt, ob ich vielleicht noch die Nägel machen soll, aber nee, ich lasse die noch. Also nur eine andere Farbe, ne? Aber ich finde die aktuell schön, doch, ich lasse es noch. Das gleich in diesem Beutel. Kann der Karton weg, das ist ja richtig übel schön. Ich überlege gerade, ob ich nicht für den Urlaub den mitnehme oder den anderen. Also den ich mitnehme, würde ich dann nämlich auch da lassen. Weiß nicht. Ich habe da zwar einen, aber es war so, das ist so ein kleiner von Rossmann, so ein Reiseföhn. Das ist, der ist ganz okay, aber ist nichts Besonderes, ja, Schatz. Ich muss
du das bekommst und gucken kannst, wie ich das gemacht habe. Was denn? Den Schrank. Oh, okay, genau. Wolltest du mir noch zeigen, ne? Hat den Kleiderschrank schön gemacht. Dann geh ich mal vor. Bin nur am Gähnen. Bist du auch so müde, Melina? Nein. Nein, oh, das ist weniger gut. Nein, sagt sie. So, dann beende ich hier das Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag, schönes Wochenende. Und wir sehen uns morgen um 10 Uhr wieder. Morgen kommt endlich das ersehnte Shein-Haul. Genau, da habe ich jetzt schon mehrmals verschieben müssen. Also morgen ist es soweit. Shein-Haul um 10 Uhr. Es wird eine Limit Edition, eine Sommer Edition. Und da sind so krasse Sachen dabei, wie dieses pinke Kleid, was ich euch schon mal gezeigt hatte. Und ganz viele Sachen davon sollen dann auch mit in den Urlaub. Das mache ich dann aber auch alles mit euch zusammen, dass ihr mir sagt, welche Sachen euch mehr, welche weniger gefallen, weil ich kann ja nicht alles mitnehmen. Und werde dann auch ein paar Shootings haben und dann will ich schon ein paar coole Kleider mit haben. Und ja, ich freue mich. Wir sehen uns morgen um 10 Uhr. Tschüss.